Anhänger der Curly-Girl-Methode sagen nein, niemals. Aber manchmal ist Föhn eben angenehmer, als die Haare Luft trocknen zu lassen, gerade auch in der kalten Jahreszeit oder wenn man keine Zeit hat. Wie gut wäre es dann nicht, wenn es einen Föhn gibt, der sowohl die Haare schont und auch ein schönes Lockenergebnis liefert? Herzlich willkommen! Föhnen und Locken, das ist keine Liebeshochzeit. Am besten ist es, wenn ihr Naturlocken habt, dass ihr sie lufttrocknen lasst. Aber das geht halt nicht immer. Zum Glück leben wir in Zeiten, wo es Haartrockner auf dem Markt gibt, die darauf achten, dass unsere Haare und Kopfhaut nicht allzu sehr strapaziert wird und mit der Mitleidenschaft gezogen wird. Einer davon ist der Slopehill Haartrockner. Der wurde mir von der Firma Slopehill zur Verfügung gestellt und zuallererst will ich euch mal die Verpackung zeigen, weil ich finde, die ist sehr schön retro-designed, irgendwie ein ganz eigentümliches Design, was ich aber durchaus hochwertig finde. An der Seite gibt es hier so zwei Schlaufen, die, wenn man sie hochzieht, schon mal den Deckel abgenommen hat. Es hat so ein richtiges Unboxing-Feeling, wie man es sonst nur bei Hightech-Produkten hat. Mitgeliefert werden beim Slopehill Haartrockner ein Diffuser sowie zwei verschieden große Föhndüsen. Der Föhn ist auf den ersten Blick richtig leicht und klein und liegt auch super gut in der Hand, was an dem bürstenlosen Motor liegt, der diese kompakte Bauweise erst ermöglicht. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass er ein 2,20 Meter langes Kabel hat, was eigentlich auch die entferntesten Steckdosen erreichbar macht und ein großer Pluspunkt ist. Den kann man auch im Friseurgeschäft, wenn man jemand anderes die Haare föhnt, gut verwenden. Ja, was ein bisschen negativ auffällt, ist auf den ersten Blick, der sieht von der Verarbeitung überhaupt nicht hochwertig aus. Also da wurden sehr leichte Materialien verwendet, die so ein bisschen billig aussehen, wenn ihr mich fragt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er einen Sturz auf hartem Fliesenboden so aushält, aber das täuscht oftmals, denn andere hochwertige aussehende Plastiksorten, die besser verarbeitet wirken, sind oftmals vielleicht gar nicht so robust. Wie schon erwähnt, sind im Umfang sowohl ein Diffuser wie auch zwei verschiedene Föhndüsen beigefügt, die ganz normal aufgeklickt werden, aber auch magnetisch halten. Das ist sehr praktisch. Dadurch können sie, wenn sie ein bisschen heißer geworden sind beim Föhnen, nicht einfach abfallen. Das passiert mir zum Beispiel in der Friseurarbeit relativ häufig, dass wenn der Diffuser beispielsweise zu heiß wird, er einfach mit einer Föhnbewegung abfällt und dann kaputt geht. Ich habe auch schon bei einigen Diffusern so eine eingeplatzte Ecken und so, dass sie nicht mehr so richtig halten. Das kann bei dem nicht passieren. Denn abgesehen davon, dass er auch sehr gut angelegte Löcher und Schlitze hat, die für ein schönes, gleichmäßiges Lockenergebnis sorgen, habe ich auch das Gefühl, dass dieses nicht wirklich schön aussehende Material doch sehr robust ist und ich es einfach so runterfeuern kann und damit eigentlich nichts passiert. So ist auch meine Hoffnung generell beim Slopehill-Föhn, aber lasst ihn am besten nicht fallen. Habt ihn immer schön in der Hand, denn er ist ja auch nicht so schwer. Aber das Wichtigste bei einem Föhn ist natürlich, wie er die Haare trocknet. Abgesehen davon, dass der Föhn gut in der Hand liegt und schön leicht ist und man eigentlich stundenlang damit föhnen kann, ohne Armschmerzen zu bekommen, hat er jeweils noch drei Stufen für Temperatur und Gebläse, wobei man eigentlich sagen müsste, dass es vier Stufen sind, weil er hat drei Hitzestufen und noch eine Kaltstufe, bei der auch alle Gebläsestufen mit dazugeschaltet werden können. Das ist sehr praktisch, wenn man die Haare gerne kalt föhnt, was viele von euch mir schon mal in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie das sehr gerne tun. Ja, und auch drei Gebläsestufen finde ich sehr praktisch, da man ja in verschiedenen Haarpartien unterschiedlichen Lufteinsatz benötigt. Zum Beispiel in der Kontur mag ich es gerne so wenig Gebläse wie möglich zu haben, damit die feinen Haare nicht irgendwie weggepustet werden. Und am Hinterkopf, wo die Haare so überlagert werden, da brauche ich ja schon ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Kraft. Da ist also ein bisschen stärkeres Gebläse immer von Vorteil. Da sind einfach drei Stufen, die man einstellen kann, anstatt zwei wie bei den meisten herkömmlichen Föhnen. Einfach eine sehr gute Alternative. Und auch der Luftstrom hat richtig Kraft. Aber nicht so, dass er wie quasi so eine Föhnwand einem entgegenschlägt, sondern er ist trotzdem mild dabei. Ich weiß nicht, wie sie das technisch gemacht haben. Die Haare werden relativ schnell trocken, ohne dass die Frisur irgendwie verwirbelt wird. Gerade bei lockigen Haaren ist es sehr gut, denn die Haare werden schnell getrocknet, aber die einzelnen Partien fliegen nicht so in der Luft herum. Und auch bei anderen Frisuren braucht man keine Angst haben, dass man hinterher irgendwelche Partien hat, die dann abstehen. Und dadurch ist er auch relativ schnell beim Haaretrocknen. Also man merkt wirklich, dass er ein schnelleres Trockenergebnis liefert.
liefert als andere Modelle. Auch die unterste Hitzestufe ist schon sehr ergiebig und ich würde euch auch, wenn ihr lockige Haare habt, dazu raten, nur die unterste Hitzestufe zu benutzen, weil die völlig ausreicht, um die Haare schnell zu trocknen. Und die mittlere und die höchste Hitzestufe, die fühlen sich meiner Meinung nach schon ein bisschen zu stark an. Aber das müsst ihr für euch selber herausfinden. Sowohl die Temperaturstufen wie auch die Gebläsestufen werden mit LEDs in zwei verschiedenen Farben angezeigt. Das finde ich sehr ästhetisch und sie liegen auf der Rückseite des Griffes, was auch sehr übersichtlich ist. Und ja, andere technische Produkte haben ja solche schönen Feinheiten schon seit vielen Jahren. Schön, dass sowas jetzt auch mehr in friseurspezifische Produkte reinkommt. Das macht einfach das Arbeiten noch viel angenehmer. Außerdem verfügt der Slopel Haartrockner noch über die Ion-Technologie. Und wenn ihr einmal einen Föhn mit Ion-Technologie gehabt habt, wollt ihr nichts anderes mehr. Bei der Ion-Technologie werden dem Luftstrom negativ geladene Ionen beigefügt, was verhindert, dass die Haare zu sehr austrocknen und sich zu sehr statisch aufladen. Und das ist besonders für Locken ein absolutes Must-Have, wie ich finde, weil dadurch beim Haareföhnen einfach mal knapp gesagt eure Locken weniger ausgetrocknet werden und weniger dazu neigen, frisig zu werden und abzustehen. Ein sehr guter mitgelieferter Diffuser, Ionentechnologie, die gegen das Austrocknen der Haare hilft, eine sehr, sehr gute Kaltstufe und generell ein Gebläse, das die Haare nicht zu sehr verwirbelt. Das sind eigentlich schon genügend Faktoren, um zu sagen, dass das einer der besten Föhne ist für lockige Haare, die ich bisher in den Händen gehabt habe. Und darum kann ich die noch ohne Probleme weiterempfehlen. Ich bedanke mich bei euch und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.